Vielen Dank, Herr Minister. Liebe Leserinnen und Leser. Herr Präsident, verehrte Festversammlung, liebe Freundinnen und Freunde des demokratischen Rechtsstaats und der 96 Jahre jungen österreichischen Verfassung. Ich stehe sehr gerne und mit großem Respekt zwischen diesen beiden Fahnen, der österreichischen und der europäischen, hier im Herzen Europas, im Herzen, glaube ich, nicht nur im geografischen Sinn. Der Titel meines Vortrags, Concordantia Discordantium, hat viel mit der Geschichte Österreichs zu tun, mit der Geschichte des Habsburgerreiches, weil dort die Concordantia Discordantium Wesen des Staates war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich, es ist nun schon einige Jahrzehnte her, in Regensburg mit meinem Studium begann, haben mich zwei Professoren schon in den ersten Wochen und Monaten sehr beeindruckt. Der eine war Dieter Medicus, ein Schüler von Max Kaser, der den Lehrstuhl für bürgerliches Recht und römische Rechtsgeschichte innehatte. Der zweite war der Rechtshistoriker und historische Kanonist Peter Landau. Mir imponierte, wie diese beiden Gelehrten, wenn sie das Recht erklärten, der Geschichte dieses Rechts Rechnung trugen. Mir imponierte, dass bei ihnen Gesetze nicht einfach Produkte einer gerade fällig werdenden Klempnerarbeit waren. Mir imponierte, wie diese Gelehrten das römische Recht, wie sie das Corpus Juris Civilis und den Codex Juris Canonici als Fundus und als Fundament begriffen haben. Der Titel meines Vortrags, Concordantia Discordantium Europaeorum, ist eine Referenz an meine Lehre, ist eine Referenz an ein Recht, das zwei Jahrtausende lang galt und mit seinen Wurzeln zurückreicht bis in die Zeitenwende, in die Zeit von Celsus und Ulpian. Es ist schier unglaublich, dass im 19. Jahrhundert solche Jahrtausende alte Regeln das geltende Recht für die industrielle Revolution gestellt haben. Jedenfalls in einem Teil des deutschen Rechtskreises. Österreich schaffte ja die landessprachliche Kodifikation des heimischen Rechts schon 1812, Deutschland erst 1900. Mit jedem neuen Gesetzbuch der europäischen Staaten verlor zwar das römische Recht ein Stück seines Territoriums, aus einer praktisch genutzten Textmasse wurde so eine historische Textmasse. Aber das römische Recht war und blieb und ist die Basis für die Rechtskultur der Moderne. Der Titel meines Vortrags erinnert an das Werk des Mönchs Gratian im 12. Jahrhundert, der den in der Kirche angewachsenen Rechtsstoff zu vereinen und zu ordnen versuchte. Gratian hat damals ein schon tausendjähriges Material zusammengetragen. Er hat diesen Rechtsstoff, der seiner heterogenen Herkunft wegen widersprüchliche Texte enthielt, zu einer Synthese geführt, zu einer Harmonie, wie dieser von ihm gewählte Titel seines Werkes schon ankündigt, Concordantia Discordantium Canonum, also die ausgleichende Zusammenstellung des Widersprüchlichen. Concordantia Discordantium. Ich liebe diesen Titel, weil er so europäisch ist, weil er uns sagt, wie Europa gebaut werden muss. Das Fundament dieses europäischen Hauses steht nicht auf den Trümmern der Nationalstaaten und nicht auf den Trümmern ihrer Rechtsordnungen. Wer die einzelnen Staaten zertrümmern will, um daraus Europa zu bauen, wer die Verfassungen zerreißen will, um an deren Stelle eine neue gemeinsame Verfassung zu schreiben, der hat, glaube ich, von Europa wenig verstanden. Europa zerschlägt nichts, Europa zerreißt nichts, Europa fügt zusammen. Verfassungen sind nicht dafür da, die Verfassungen der Menschen zu ruinieren. Sie sollen Vertrauen schaffen. Europa ist eine neue
Concordantia Discordantium. Ein Werk, das ganz Verschiedenes, auch Widersprüchliches, zur Übereinstimmung bringt. Europa ist ein demokratisches Projekt. Um es zu vollenden, braucht man keine Notverordnungen am Parlament und Bürger vorbei. Man braucht dazu die Menschen. Das Europäische Haus ist ein großes Haus mit vielen Räumen, mit vielen Türen, vielen Kulturen und vielen Arten von Menschen. Dieses Haus bewahrt die europäische Vielfalt und den Reichtum, der sich aus dieser Vielfalt ergibt. Dieses Haus ist die Heimat Europa. Wir erleben derzeit, hoffentlich, die schweren Geburtswehen einer neuen Entität, eines neuen Gemeinwesens, eines europäischen Gemeinwesens. Dieses Gemeinwesen kommt nicht aus dem Nichts. Es ist keine Creatio ex nihilo. Es ist, auch wenn wir dies im Alltag so selten spüren, auch wenn wir im Alltag immer wieder daran zweifeln und verzweifeln, der Höhepunkt der europäischen Geschichte. Machten wir eine Bilanz unseres geistigen Besitzes auf, so würde sich herausstellen, dass das meiste davon nicht aus unserem jeweiligen Vaterland, sondern dem gemeinsamen europäischen Fundus entstammt. 4/5 unserer inneren Habe sind europäisches Gemeingut. So hat das der spanische Philosoph Ortega y Gasset beschrieben. Es gilt, aus diesem Fundus ein Fundament zu machen. Das ist nicht zuletzt Ihre Aufgabe, die Aufgabe der Juristen. Concordantia discordantium. Es gilt, mit dieser so bewährten europäischen Methode aus der gemeinsamen Geschichte eine gemeinsame Zukunft zu machen. Ein geschichtsloses Europa wäre ein gesichtsloses Europa. Denn das Heute entstammt dem Gestern und das Morgen entsteht aus dem Vergangenen, wie Jacques Le Goff gesagt hat. Ich habe, meine sehr verehrten Damen und Herren, von meinen zwei Rechtslehrern gesprochen, denen ich mit dem Titel meines Vortrages meine Referenz erweise. Noch einen dritten Rechtslehrer gibt es in diesem Rahmen zu würdigen und zu preisen. Einen, den ich nicht selber hören durfte, den ich aber trotzdem zu meinen Lehrern zähle. Es ist der schon heute rühmend erwähnte Hans Kelsen. Er hat ja die Bühne geschaffen, auf der wir heute feiern dürfen. Ich sage den Namen Hans Kelsen mit Respekt, mit Ehrfurcht und mit nachklingendem Schauer. Zu diesem Schauer komme ich später noch. Hans Kelsen ist ja unendlich wichtig, wenn wir über Europa reden, weil er seine pluralistische Staats- und Rechtstheorie konzipiert hat vor dem Hintergrund des ethnisch, sprachlich, kulturell und religiös so heterogenen Gemeinwesens der Habsburger Monarchie. Der Staat ist bei Hans Kelsen kein metaphysisches und nationalistisches Geschwurbel. Der Staat steht bei ihm weder vor noch hinter und schon gar nicht über der Rechtsordnung. Der Staat ist die Rechtsordnung. Das Gemeinwesen, das eine Rechtsordnung hat, ist ein Staat. Wir reden so oft darüber, was denn die Europäische Union eigentlich ist oder eigentlich sein soll. Ein Staatenbund, ein Bundesstaat oder irgendetwas Drittes, ein Gebilde sui generis. Wenn wir Kelsen folgen, tun wir uns nicht schwer, die EU als Staat zu betrachten. Europa ist ein Raum des Rechts und dieses Recht konstituiert das Gemeinwesen. Kelsen selber schrieb dazu, auf die Ursprünge seiner reinen Rechtslehre zurückblickend, es mag sein, dass ich zu dieser Anschauung nicht zuletzt dadurch gekommen bin, dass der Staat, der mir am nächsten lag und den ich aus persönlicher Erfahrung am besten kannte, der österreichische Staat, offenbar nur eine Rechtseinheit war. Angesichts des österreichischen Staates, der sich aus so vielen nach Rasse, Sprache, Religion und Geschichte verschiedenen Gruppen zusammensetzt, erwiesen sich Theorien, die die Einheit des Staates auf irgendeinen sozialpsychologischen oder sozialbiologischen Zusammenhang der juristisch zum Staat gehörigen Menschen zu gründen versuchten, offensichtlich als Fiktionen. Der Staat als Rechtsgemeinschaft und die Nation als kulturell-ethnisch vorgestellte Gemeinschaft werden bei Hans Kelsen entkoppelt. Der Staat ist Rechtsgemeinschaft. Europa
ist Rechtsgemeinschaft. So schlicht, so einfach, so richtig. Dieser Hans Kelsen, dieser geniale Gelehrte, stand also ganz am Beginn meines Rechtsstudiums, weil ich euphorisiert von den ersten Wochen dieses Studiums ins rechtsphilosophische Seminar gelaufen bin und mich dort auch bald frech in die Prüfung wagte. Zu interpretieren war ein Text, den ich damals nicht zu- und nicht einordnen konnte, den ich auch kaum verstand. Es war, wie ich später lernte, eine Passage aus der reinen Rechtslehre. Und über die Bemerkungen, die der Korrektor zu meinen Darlegungen machte, schweige ich heute lieber. Aber es war dies der etwas unrühmliche Beginn einer beglückenden Beschäftigung mit Hans Kelsen, der ein wissenschaftlicher Revolutionär war, weil er das Geraune, das ontologische Raunen aus Staat und Recht herausgenommen hat. Recht wird, so Hans Kelsen, durch Rechtsprozeduren hergestellt. Und dieses Prozedurale ist ja in der Europäischen Union besonders ausgeprägt. Insofern darf man sagen, dass Hans Kelsen das Rechtssystem der Europäischen Union erst ermöglicht hat. Und man darf ihn einen der geistigen Väter dieser Europäischen Union nennen. Ich bin nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, kein Rechtsdogmatiker, sondern politischer Journalist, ein Beobachter, ein Analytiker und Kommentator der Zeitläufte. Von meinen Beobachtungen in Europa will ich heute reden und mir meine Gedanken dazu machen. Europa. In diesem, unserem Europa gärt es. Und ob es, um Georg Christoph Lichtenberg zu zitieren, Wein oder Essig werden wird, ist ungewiss. Es gärt und ob es Wein oder Essig werden wird, ist ungewiss. Lichtenberg hat diesen Satz zu Zeiten der Französischen Revolution geschrieben. Ja, es gärt wieder in Europa. Nationale Fronten machen quer durch Europa Front gegen Europa und gegen die Werte der Aufklärung, gegen die Werte, die in der Französischen Revolution grundgelegt wurden und die in die europäische Grundrechtecharta eingegangen sind. Diese Grundrechtecharta ist ja hier in diesem österreichischen Verfassungsgerichtshof in einen hohen Verfassungsrang erhoben worden. Diese, ihre Entscheidung im Jahr 2012 war nach meinem Dafürhalten ein Meilenstein, weil sie in Verbindung mit der Verfassung und der Menschenrechtskonvention einen sehr dichten Grundrechtsschutz bewirkt hat. Diese Entscheidung Österreichs hat klar gemacht, was Europa ist und was Europa sein muss. Eine Rechts- und eine Wertegemeinschaft. So ist es de jure. So sollte es sein. De facto ist Europa zu einem geschundenen Wort geworden, zu einem Synonym für Krise. Es gibt so viele Krisen, die alle heute mit Europa eingeleitet werden. Europa ist ein Krisenland, Europa ist ein Krisenkontinent geworden. Jedenfalls, wenn man den gängigen Beschreibungen folgt. Die Europäische Union steckt in einer tiefen Krise, heißt es immer wieder, vermutlich der tiefsten in ihrer Geschichte, das ist weitgehend unumstritten. So oder so ähnlich beginnen Dutzende Jahrhunderte von aktuellen Texten. So oder so ähnlich sagen es Politiker und Publizisten, so oder so ähnlich empfinden es Millionen von Menschen in Europa. Europa, das ist Krisen-Europa. Da sind die Finanz- und die Schuldenkrisen, da ist die Griechenland-Krise, die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, da sind die Integrationskrisen, da ist ganz generell eine europäische Sinnkrise. Aus dem Traum Europa ist, so scheint es, ein Albtraum geworden. Etwas Zähes und etwas Schweres, etwas Graues und Galertiges, viel Tristesse und wenig Begeisterung. Ich war Europas letzte Chance. Ich war Europas letzte Chance, so hat Adolf Hitler vor seinem Ende im Bunker gesagt. Ich war Europas letzte Chance. Es war eine dämonische Chance. Adolf Hitler hat auch das noch zerschlagen und zerstört, was vom alten Europa nach dem Ersten Weltkrieg noch übrig geblieben war. Er hat die Weltgeltung Europas und dessen politischen und kulturellen Anspruch schauerlich verspielt. Was dann in Europa geschah, ist mit dem Wort Wunder nur unzulänglich beschrieben. Das
europäische Kleinstaatengerümpel, wie Hitler es verächtlich bezeichnet hatte. Das europäische Kleinstaatengerümpel tat sich zusammen, es überwand den Nationalismus und uralte Feindschaften. Die europäische Gemeinschaft, die Europäische Union entstand. Diese Geschichte der Europäischen Union ist eine Geschichte der Quadratur des zerstörten Kreises. Sie ist die Geschichte der Sinngebung des Sinnlosen. So heißt das Werk des zu Unrecht fast vergessenen Philosophen Theodor Lessing, der 1933 von Nazi-Attentätern in Marienbad erschossen wurde. Diese Europäische Union ist der letzte Sinn einer verworrenen europäischen Geschichte. Diese Friedensmacht Europäische Union ist also die Frucht kriegerischer Zerstörung. Es ist leider so schwer, dieses große im politischen Alltag zu spüren, also in den Querelen um den Euro, in der sich dahinziehenden Finanzkrise, in den Animositäten gegen die sogenannten Eurokraten in Brüssel und deren angebliche Regelungswut und in den elenden Streitigkeiten der Flüchtlingskrise und der neuen Lust an der Abschottung. Wir alle, nicht nur die Engländer, hatten und haben es uns schon viel zu lange angewöhnt, über Europa zu mäkeln, so wie es Schüler über die Schule tun, oder gar leichtfertig den Untergang an die Wand gemalt. Wir haben es uns angewöhnt, über die Bürokratie von Brüssel zu klagen, über die Demokratiedefizite, über die Kosten, über den Wirrwarr der Richtlinien, über die Flüchtlingspolitik, über den Euro und über die Rettungsschirme. Die Klagen sind berechtigt. Aber, wir haben verlernt, das Wunder zu sehen. Europa ist ein Wunder. Dieses Europa der Europäischen Union ist das Beste, was Europa in seiner langen Geschichte passiert ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zuletzt in der Ukraine-Krise ist mir eine Kiste, eine Holztruhe wieder eingefallen. An diese Truhe hatte ich schon lange nicht mehr gedacht. Sie stand einst im Zimmer meiner Großmutter, einer resoluten oberpfälzischen Bauersfrau, die 15 Kinder geboren hatte, also einige Kinder mehr als die Europäische Union in den ersten 30 Jahren ihrer Existenz Mitgliedstaaten zählte. Großmutters wichtigste Erinnerungen waren in dieser Holztruhe aufbewahrt, auf welcher in Sütterlin-Schrift der Krieg stand. Darin befanden sich die Briefe, die ihre Söhne und Schwiegersöhne von allen Fronten des Zweiten Weltkriegs nach Hause geschrieben hatten. Einer der vielen Briefschreiber war Soldat in der deutschen 11. Armee unter General Erich von Manstein, die 1941-42 versuchte, Sewastopol auf der Krim zu erobern. Was würde Großmutter sagen, fragte ich mich bei der Erinnerung an die Kiste. Was würde sie sagen, wenn sie noch lebte? Schreib was, Bub, würde sie sagen. Schreib was, dass es nicht wieder Krieg gibt. Sie würde mir dann, wie so oft, nicht nur vom Zweiten, sondern auch vom Ersten Weltkrieg erzählen, wie der Krieg auf einmal da war, vor 100 Jahren, mitten im schönsten August. Und dann würde sie vom großen Wunder reden, das sie kaum glauben könne, wenn sie in die alte Kiste schaue. Man müsse dieses Wunder hüten wie ein rohes Ei. Das Wunder Europa nämlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Altertum gab es 7 Weltwunder. Die hängenden Gärten der Semiramis, den Koloss von Rhodos, das Grab des König Mausolos, den Leuchtturm auf der Insel Pharos, die Pyramiden von Gizeh, den Tempel der Artemis in Ephesus und die Zeusstatue in Olympia. Heute gibt es das Europäische Parlament. Es ist die weltweit einzige direkt gewählte supranationale Institution. Diese demokratische Versammlung der Europäerinnen und Europäer ist ein Weltwunder. Dieses Europaparlament ist aber zugleich das einzige demokratische Parlament weltweit, das unablässig an Zustimmung bei den Wahlen verliert. Es ist also ein makabres Wunder, es ist ein europäisches Paradoxon. Je wichtiger dieses Parlament geworden ist, und es ist wirklich immer wichtiger geworden, wenn auch immer noch nicht wichtig genug, umso weniger wird es von den Europäerinnen und Europäern ernst genommen oder wichtig genommen. In dem Maß, in dem das Parlament dann Einfluss gewonnen hat, hat es seine Basis verloren. Deshalb
ist die Mobilisierung von Vertrauen in eine bessere, in eine geläuterte Europäische Union so wichtig. Europa muss sozial, Europa muss bürgernah, Europa muss menschlich werden, Europa muss Heimat werden für die Menschen. Europa darf nicht nur Wirtschaftsgemeinschaft sein, es muss Bürgergemeinschaft sein, es darf nicht nur Nutzgemeinschaft für die Banken und die Industrie sein, es muss Schutzgemeinschaft für die Menschen werden. Josef Roth, der Herzenseuropäer, geboren 1894 im galizischen Städtel Brody, das war übrigens auch die Heimatstadt des Vaters von Hans Kelsen, hat 1932 im Vorwort zu seinem Radetzky-Marsch bittere Klage geführt über den Untergang des seines alten Europa. Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, schrieb er, die österreichisch-ungarische Monarchie zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern. Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt und ich liebe heute, da es verstorben und verloren ist, auch noch seine Fehler und seine Schwächen. Mein Gott. Wie frohgemut, wie euphorisch wäre dieser Josef Roth durch unser Europa gegangen, zumindest vor der Flüchtlingskrise, zumindest bevor auf der Balkanroute wieder der Stacheldraht ausgerollt wurde. Aus Trauer über den Untergang des alten Europa hat sich Josef Roth seinerzeit in den Alkohol geflüchtet. Im Europa der Europäischen Union hätte er jubiliert, er hätte getanzt in seinem Pariser Stammcafé, dem Café Tournon. Heute dagegen, in den Tagen der Flüchtlingskrise, würde er wütend aufschreiben und aufschreien. Er würde davor warnen, dieses Europa der Europäischen Union noch einmal zu zerstören, weil doch sein altes Europa schon ganz neu und noch viel größer darin wieder auferstanden war. 20 Jahre lang, seit Wirksamwerden des Schengen-Abkommens 1995, konnten sich die Menschen dieses Kontinents so frei bewegen wie nie. Nie gab es so wenig Schranken, Grenzen, Hemmnisse. Millionen von Urlaubern haben das in ihren Ferien erfahren und erlebt. Mehr denn je konnten die Menschen in diesem Europa das sein, was Josef Roth wollte, was er sein wollte, Patriot und Weltbürger. Soll das alles wirklich wieder aufs Spiel gesetzt werden? Soll Europa, kaum aufgeblüht, schon wieder verblühen? Bei aller Kritik an Europa, die meisten Menschen wollen Europa, davon bin ich überzeugt, aber sie wollen es anders, sozial, solidarisch, human, bürgernah. Wie eine andere, eine bürgernahe Europäische Union aussehen könnte, das müsste das Thema aller Europawahlkämpfe und auch vieler Juristentage sein. Europa ist das Beste, was den Österreichern, den Deutschen, den Franzosen und Italienern, den Dänen, den Polen und Spaniern, den Flamen und Wallonen, den Niederländern, Griechen, Bayern, Basken, Ungarn etc. pp. In ihrer ganzen Geschichte passiert ist. Europa ist die Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die dann Frieden dann doch nicht gebracht haben. Die Europäische Union ist das Ende eines tausendjährigen Krieges, den fast alle gegen fast alle geführt haben. Sie ist ein unverdientes Paradies für die Menschen eines ganzen Kontinents. EU ist das Kürzel für das begonnene und zu bewahrende goldene Zeitalter der europäischen Historie. Man schreibt das so hin, man sagt das so und man erschrickt dann fast, weil das so überhaupt nicht zur allgemeinen Stimmung passt, weil immer weniger Leute daran glauben, weil also die europäische Emphase im Alltag zerrieben und überlagert wird von den wirtschaftlichen Sorgen und den sozialen Ängsten der Bürger. Die Menschen haben Angst und auf diese Angst antworten viele Europapolitiker mit obigem Lobpreis Europas. Europa sei das Beste, was den Österreichern, den Deutschen, den Franzosen und so weiter und so weiter in ihrer langen Geschichte passiert sei. Das stimmt ganz sicher. Und doch werden solche feierlichen Sätze zu bloßem Wortgeklingel, wenn und solange die Menschen diese Europäische Union nur als Nutzgemeinschaft für die Wirtschaft, aber nicht als Schutzgemeinschaft für die Bürger erleben. Sozialpolitik ist nicht ein Annex des Ökonomischen. Sie darf es nicht sein. Sozialpolitik ist eine Politik, die Heimat schafft.
erst kluge Sozialpolitik macht aus einem europäischen Staatsgebilde, aus einer etwas sperrigen Union, die immer noch zu sehr Wettbewerbsgemeinschaft ist, eine Heimat für die Menschen, die darin leben. Wer seinen Nationalstaat als Heimat erlebt hat, der will daraus nicht vertrieben werden. Er will, wenn die Heimat Nationalstaat zu schwach ist, Europa als zweite Heimat. Wenn also in europaweiten Protesten Demonstranten immer wieder von ihren Regierungen und von Europa fordern, in einer globalisierten Welt für ein gewisses Maß an ökonomischem Anstand zu sorgen, dann ist das nicht unbillig. Regeln für ein sozialverträgliches Wirtschaften gehören nämlich zum inneren Frieden. Liebe Festgäste, wenn der Staat ganz im kelsenschen Sinne, wenn der Staat Rechtsgemeinschaft ist, dann genügt es nicht, dass vor dem Recht formal alle gleich sind. Erst der Sozialstaat sorgt dafür, dass der Mensch reale, nicht nur formale Chancen hat. Es genügt also zum Beispiel nicht, dass der Staat Vorschulen, Schulen und Hochschulen bereitstellt, um mit formal gleichen Zugangschancen für Vermögende und Nichtvermögende, für Reiche und Arme versieht. Der Sozialstaat sorgt auch für die materiellen Voraussetzungen, die den Nichtvermögenden in die Lage versetzen, die formale Chance tatsächlich zu nutzen. Ein Sozialstaat entwickelt eine emanzipatorische Gerechtigkeitspolitik, die Chancenungleichheiten ausgleicht. Er ist daher mit Maß und Ziel Schicksalskorrektor. Er ist der Staat, der es nicht bei formalrechtlicher Gleichbehandlung belässt, nicht dabei also, dass das Gesetz es in seiner majestätischen Erhabenheit Armen und Reichen gleichermaßen verbietet, unter den Brücken zu schlafen, wie das Anatole France so schön gesagt hat. Der Sozialstaat gibt den Armen nicht nur Bett und Dach, sondern ein Fortkommen aus der Armut. Und er gibt ihnen ein Ankommen in der Rechtsgemeinschaft. Das galt und gilt auf nationaler Ebene, das darf auf europäischer Ebene nicht vergessen werden. Der Sozialstaat, die Sozialstaaten haben eine Erfolgsgeschichte hinter sich. Diese nationalen Erfolgsgeschichten sollen, ja müssen, eine europäische Fortsetzung finden. Die Grundlage dafür ist mit der Europäischen Grundrechtecharta und ihren sozialen Grundrechten auch schon geschaffen worden. Diese müssen nur endlich in handfestes Gesetzesrecht umgesetzt werden. Liebe Festgäste, früher befragten die Griechen das Orakel von Delphi. Heute befragt Europa die Finanzmärkte. Man kann streiten, was besser ist. Die Kommunikation mit dem Orakel war jedenfalls einfacher. Es hatte einen einzigen Ort und eine einzige Person, die es verkörperte. Der Ort lag an den Hängen des Parnass und die Person hieß Pythia. Das Orakel war also greifbar. Und als es sich spreizte, zog Alexander der Große es an den Haaren in den Tempel. An dessen Eingang befand sich eine Inschrift. Sie war der Schlüssel für alle Fragen. Erkenne dich selbst, stand da. Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis hat Europa in der Griechenland, der Portugal und schließlich der Flüchtlingskrise wie nie zuvor. Diese Krise offenbaren auch eine Institutionenkrise, eine Krise der Demokratie. Am Europäischen Parlament gingen alle Euro-Rettungsmaßnahmen vorbei. Die europäischen Volksvertreter waren und sind nur Zuschauer. Den nationalen Parlamenten geht es ein wenig besser. Die dortigen Volksvertreter dürfen immerhin genehmigen, was ihre Regierungen so beschlossen haben. Die Parlamente sind aber nicht die Bettler unter dem europäischen Tisch, die darauf warten müssen, dass Krümel vom Tisch des Rates herunterfallen. Sie dürfen von der EU-Politik nicht in diese Rolle gedrängt werden. Es geht um das Vertrauen in den demokratischen Prozess. Die Wertschöpfungsanlagen für dieses Vertrauen sind die Parlamente. Die Parlamente werden in der medialen Öffentlichkeit allzu oft als Ort des Streits diskreditiert. Wo sonst aber soll über Europa gestritten werden? In der Krise gibt es einerseits die berechtigte Klage über eine kastrierte Demokratie, andererseits immer wieder eine besondere Lust auf Alexanderpolitik, also auf eine Politik, die den Knoten durchhaut. Das passt nicht zusammen.
Die Sehnsucht nach Regierungshelden, die den gordischen Knoten mit einem Schlag zerhauen, ist undemokratisch. Am autokratischen Wesen von 2 oder 3 EU-Regierungschefs wird Europa nicht genesen. Wer ständig eine Ruckzuck-Politik fordert, darf sich nicht wundern, wenn ruckzuck die Demokratie verdirbt. Liebe Festgäste, der Münchner Verleger Hans-Dieter Beck, in dessen Verlag fast alles erscheint, was in Deutschland Recht ist, hat einmal seine Meinung über das Europarecht drastisch dargelegt. Es komme ihm vor, dieses Europarecht, sagte Hans-Dieter Beck, das Europarecht komme ihm vor wie eine Horde Wildsäue, die in den Garten des nationalen Rechts eingefallen sei und dort den Boden zerwühlt, ja regelrecht umgeackert habe. Das klingt sehr negativ, ist es aber gar nicht unbedingt. Auf einem ungepflügten Boden kann ja gut Neues wachsen. Und es ist ja in der Tat sehr viel gewachsen auf diesem Boden. Das EU-Recht hat die nationalen Rechtsordnungen verändert, durchdrungen, überwölbt. Concordantia discordantium. Das Verbraucherrecht und das Antidiskriminierungs- und Gleichberechtigungsrecht zum Beispiel sind ganz stark europarechtlich geprägt. Dieses Europarecht ist zwar furchtbar fruchtbar, es ist unübersichtlich, aber es ist da, es wächst und gedeiht, manchmal wie Unkraut, entwickelt sich zu einer Rechtsordnung, die sich neben und mit den bestehenden nationalen Rechtsordnungen etabliert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Recht hat einigende Kraft. Recht kann die wirtschaftliche und politische Einheit stärken. Die Kraft des Rechts hat ja als großes Beispiel der Code Napoléon in hervorragender Weise gezeigt. Das große französische Gesetzbuch war viel dauerhafter und erfolgreicher als all die territorialen Eroberungen seines Namensgebers es waren. Aber Recht bedarf nicht nur der Setzung, es bedarf auch der Achtung. Hieran mangelt es in Europa seit einiger Zeit jedenfalls, was seine Grundlagen, was seine Verträge betrifft. Im Bereich des Großen und Ganzen und des Grundlegenden entwickelt sich ein hochgefährliches Prinzip. Je mehr Geld im Spiel ist, umso weniger gelten rechtliche Regeln. Die ganze Euro-Rettung basiert auf Entrechtlichung und auf rechtsfreiem Agieren. Im Verhältnis der Mitglieder der Währungsunion zueinander und zum Finanzmarkt scheinen die europäischen Verträge und Gesetze immer weniger verbindlich. Kaum formuliert sind sie angeblich für effektive Rettungsmaßnahmen schon wieder zu schwerfällig. Regeln, die aus der Not geboren wurden, wurden und werden für die nächste Not und die nächste Euro-Rettungsaktion schon nicht mehr für geeignet erachtet, eine Lösung herbeizuführen. Und so erklärt man, sie müssten angeblich der Not gehorchen, gebrochen oder, wie man beschwichtigend formuliert, großzügig ausgelegt werden. Verehrte Festgäste, was muss das Besondere sein an diesem Europa, das ein Europa der Bürger sein will? Was muss das Erkennungszeichen, das ganz Unverwechselbare sein an dieser Union, zu der sich so viele europäische Rechts- und Sozialstaaten zusammengefunden haben? Sind die Kennzeichen für dieses Europa die gewaltigen Rettungsschirme für die Banken, für die Nationalwirtschaften und für den Euro? Müssen die zwölf goldenen fünfzackigen Sterne in der Europaflagge durch 12 goldene, schön aufgespannte Rettungsschirme ersetzt werden? Die Schirme zur Rettung von Banken und Euro waren und sind zig Milliarden groß. Aber die Größe allein bringt es nicht. Jeder weiß, was ein guter Schirm braucht, der bei schwerem Wetter funktionieren soll. Er braucht einen festen Stock, an dem man ihn gut halten kann. Er braucht Speichen, die ihm Stabilität geben. Je mehr solcher Streben und Speichen er hat, umso wetterfester ist er. Schirme von der ungeheuren Größe, wie ihn die Rettungsschirme geschaffen haben, mögen von den Regierungschefs mit aller Kraft gerade noch aufgespannt werden können. Wenn sie den Schirm dann allein festhalten wollen, dann wird es ihnen ergehen wie dem fliegenden Robert im Struwelpeter. Der rennt mit dem Schirm ins Ungewitter hinein und schon passiert es. Seht, den Schirm erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind durch die Luft, so hoch, so weit. Niemand hört ihn,
wenn er schreit. Dann fliegt der Schirm mitsamt dem Robert durch die Wolken und die Geschichte endet mit dem bitteren Satz, wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Den Regierungen der Europäischen Union und der EU-Kommission in Brüssel wird es so ergehen, wenn sie glauben, sie könnten solche Schirme alleine halten. Sie brauchen dazu die Gesellschaften ihrer Länder und sie brauchen das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger, weil erst dieses Vertrauen den Schirmen die Speichen einzieht. Die Europäische Union braucht das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger und dieses Vertrauen tropft nicht einfach von den Rettungsschirmen herunter. Es muss gewonnen werden. Durch eine soziale Einbindung der Bürger in dieses Europa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Geld ist wichtig in Europa. Mit Geld kann man Europa gestalten. Man kann es auch verunstalten und zerstören. In diesem Zusammenhang ein Wort zu Griechenland. Die Griechen als Schuldner. Shakespeare hat in seinem Kaufmann von Venedig die archaische Vorstellung aufgegriffen, dass man Schulden auch mit einem Teil seines Körpers begleichen könne. Generationen von Interpreten, zumal aus der Juristerei, haben sich mit dem Fall befasst. Der Geldverleiher Shylock besteht auf seinem ihm vertraglich eingeräumten Recht, aus seinem säumigen Schuldner, dem Kaufmann Antonio, ein Pfund Fleisch herauszuschneiden. Die Zunft der Juristen, ihre Zunft, hat viele Jahrzehnte über die Wirksamkeit des Geschäfts und den Urteilsspruch gestritten. Rudolf von Iering, der große Rechtsgelehrte, vertrat in seiner berühmten Schrift »Der Kampf ums Recht« im Jahr 1868 die Auffassung, dass der Anspruch des Shylock wegen Sittenwidrigkeit nicht bestünde. Über die genaue Begründung hat man jahrzehntelang diskutiert. Es wurde und wird aber allgemein als intolerabel beschrieben, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden. Wenn es also archaisch und sittenwidrig ist, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden, was ist denn dann von den Lasten, den Einschnitten und den scharfen Sparmaßnahmen zu halten, die den Bürgern von Griechenland und denen der anderen EU-Südländer auferlegt worden sind? Die massiven Sparmaßnahmen hatten und haben besorgniserregende Folgen auch für deren Gesundheit, besonders in Griechenland. Viele Menschen können nicht mehr ordentlich medizinisch versorgt werden. Viele Menschen, zumal die Alten, wissen nicht mehr, wovon sie leben sollen. Die Selbstmordraten sind gestiegen. Ist das eine neue Art von Fleischpfand, das für die Schulden bezahlt werden muss? Die EU-Troika hatte bestimmt, dass die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit nicht mehr als 6% des Bruttosozialprodukts betragen sollen, mit der Folge, dass die Ausgaben für Medikamente und Gesundheitsleistungen um 25% zurückgefahren wurden. Die Zahl der Krankenhausbetten wurde reduziert, es wurden keine neuen Ärzte mehr eingestellt, Krankheiten breiteten sich wieder aus, die Säuglingssterblichkeit nahm um 43% zu, die Versorgung von Patienten, die nach einem Unfall oder einer Operation auf Blutkonserven angewiesen sind, war in Griechenland ohnehin seit Jahren schwierig. Nun wurde sie desaströs. Die Bevölkerung büßte für die Schulden des griechischen Staates mit Fleisch und Blut. Wo bleibt da der Sieg des geläuterten Rechtsbewusstseins? Wo bleibt da der weise Daniel? Wo bleibt die Portia, die hier wie in Shakespeares Stück eingreift und das Schlimmste verhindert? Jeder, der den Kaufmann von Venedig sieht, sagt, es sei intolerabel, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden. Wo bleibt dieses Rechtsbewusstsein, wenn es um die Euro-Schulden geht? Sollen sie mit Leben und Gesundheit bezahlt werden? Schutzschirme sind für Banken und Euro aufgespannt worden, aber gerettet wurden und gerettet werden nicht Menschen. Gerettet wurden und werden Schuldverhältnisse, Finanzbeziehungen, Machtgefüge, Wirtschaftssysteme. Sie sollen überleben. Ist es nur sekundär, ob und wie die Menschen dabei überleben? Eine Rechtsgemeinschaft bleibt formal und instabil, wenn sie Rechte nur verteilt, aber nicht dafür sorgt, dass jeder sie auch ausüben kann. Wenn die Rechtsgemeinschaft also nicht auch sozialstaatlich getragen ist. Sie muss zumal der Jugend Arbeit und Lebensperspektiven geben.
Es ist derzeit so, die sozialstaatlichen nationalen Ordnungen bröckeln und brechen und die Europäische Union tut zu wenig, um sie zu stabilisieren. Die meisten Menschen in Europa spüren die potenzielle Stärke dieses großen Europa nicht. Sie wollen eine Union, die ihnen hilft, die ihnen die Angst vor Arbeitslosigkeit und Billigkonkurrenz nimmt. Sie wollen eine Union, die eine Rechts- und Schutzgemeinschaft ist. Es ist gut, wenn der Europäische Gerichtshof Wegbereiter des Bürger- und Datenschutzes ist. In seinem Urteil gegen die Vorratsdatenspeicherung im April 2014 hat er die EU-Staaten, also die Staatsmacht, in die Pflicht genommen, den Datenschutz zu stärken. Einen Monat später, in seinem Urteil gegen Google, hat das Gericht die Internetmacht, hat es Google und Co. in die Pflicht genommen. Das Google-Urteil stellte sich dem gängigen Gerede vom Internet als dem rechtsfreien Raum entgegen. Das Internet ist natürlich kein rechtsfreier Raum. Es ist allerdings einer, in dem die Rechtsdurchsetzung besonders schwierig ist. Diese Schwierigkeit packt das Gericht an. Und das Facebook-Urteil vom Oktober 2015 bekräftigte genau das noch einmal fulminant. Es besagt, Europas Stärke ist die Stärke des Rechts. Das ist eine Botschaft und eine Gewissheit, die in den Monaten der Turbulenzen um den Euro und um den richtigen Umgang mit den Flüchtlingen fast verloren gegangen ist. Wie kriegt Europa Kraft? Die Grundrechte, auch die sozialen Grundrechte, brauchen einen Hüter. Das höchste EU-Gericht in Luxemburg muss ein solcher Hüter sein. Es muss der juristische Olymp einer Union der Bürgerinnen und Bürger sein. Es darf sich nicht mehr wie früher als der juristische Olymp der Weiland EWG betrachten. Und die Grundrechte brauchen einen handlungsstarken Promoter, ein europäisches Parlament, das dazu legitimiert und berufen ist, ihren sozialen Gehalt in Recht zu gießen und so die Regierungen anzutreiben, sozial gestaltend zu wirken. Es geht also darum, die Essentialia dessen zu bestimmen, was der soziale Fortschritt, der im Lissabon-Vertrag beschrieben wird, umfassen soll. Es geht darum, diesen Fortschritt in Bewegung zu setzen. Die Menschen in Europa wollen spüren, dass diese Europäische Union für sie da ist. Sie wollen unter Sicherheit nicht nur die innere, sondern auch die soziale Sicherheit verstehen. Dann kriegt Europa neue Kraft. Wir brauchen ein europäisches Sozialmodell. Das heißt nicht, dass es europaweit gleiche Mindestlöhne geben soll oder europaweit das gleiche Arbeitslosengeld oder die gleichen Renten oder Schulsysteme. Das wäre ja Unsinn. Europäisches Sozialmodell, das heißt auch nicht, dass das Gesundheitswesen in ganz Europa auf die gleiche Art und Weise finanziert sein muss. Europäisches Sozialmodell, das ist etwas ganz anderes. Das ist die gemeinsame Vorstellung davon, dass soziale Ungleichheit nicht gottgegeben ist. Europäisches Sozialmodell, das ist guter Schutz und kluge Hilfe bei den großen Lebensrisiken, bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit. Diese großen Lebensrisiken können nur wenige allein meistern, ohne in Not zu fallen. Europäisches Sozialsystem, das ist also ein gemeinsames Koordinatensystem, in dem die Achsen Solidarität und Gerechtigkeit heißen. Und indem dann die einzelnen Staaten ihre jeweiligen Koordinaten finden und von Brüssel, Straßburg und Luxemburg dabei nicht behindert, sondern unterstützt werden. Ein solches Koordinatensystem braucht Europa. Es ist das System für neue europäische Kraft. Die Europäische Union nennt sich den Raum des Rechts, der Sicherheit und der Freiheit. Die Menschen spüren, wenn das eine bloße Behauptung, wenn das ein Schwafelwort, wenn das eine Lüge ist. Europa muss ein anderes Wort sein für Demokratie. Gewiss, der Euro ist wichtig, aber noch viel wichtiger als der Euro sind Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Nur so, nur damit wird Europa zur Heimat der Menschen. Menschen aber, die sich beheimatet, geschützt und sicher fühlen, die haben dann auch die Kraft, anderen zu helfen. Sie haben die Kraft, Heimatlose und Geflüchtete aufzunehmen. Sie haben die Kraft zur Humanität, die Kraft, selber Schutz zu geben. Also, woher kann Europas neue Kraft kommen? Die neue Kraft kommt aus den Grundrechten, die auch in Europa verteidigt und gestärkt werden. Die neue Kraft kommt aus einer sozialen Politik, die den Menschen Heimat gibt. Die neue Kraft kommt aus der Stärkung des Europäischen Parlaments als dem demokratischen Repräsentanten der Europäerinnen und Europäer.
dieses Parlament muss die Kompetenz haben, Europa ein soziales Gesicht zu geben. Auf so ein Europa freue ich mich, freuen wir uns hoffentlich alle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute noch nichts zum Islam gesagt. Dies zum Schluss. Als ich vor vielen Jahren den alten, aufgeklärten, mittlerweile verstorbenen Wiener Altkardinal Franz König über den Islam interviewt habe, wie man denn in Europa mit diesem Islam umgehen solle, da hat dieser kluge alte Mann gesagt: Wir müssen miteinander leben, miteinander, nicht nebeneinander. Das Interview habe ich kurz vor seinem Tod im Jahr 2004 geführt. Es war damals gerade Wahlkampfzeit in Wien. Und dann sagte dieser alte Mann etwas europäisch-programmatisches. Er sagte: Wir haben so viele verschiedene Kulturen auf heimatlichem Boden. Dieser Reichtum darf nicht nivelliert werden. Er muss das vereinte Europa prägen. Der Kardinal hatte vollkommen und unbedingt und ohne jede Abstriche recht. Genauso ist es. Der Reichtum der Sprachen, der Kulturen, der Traditionen und der Religionen, er muss hineingenommen werden in unser Österreich, in unser Deutschland und in unsere Europäische Union. Concordantia discordantium, das ist moderne Demokratie. Zukunft miteinander gestalten. Zukunft miteinander gestalten. Darum geht es. Miteinander. Ein Europäer ist derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Leisten wir uns diese Sehnsucht. Ich danke Ihnen.